Ja, dann begrüßen wir die Damen und Herren zu unserer heutigen Pressekonferenz nach dem Nordderby gegen die Hannover Indians. 3:0 für die Fishtown Penguins. Zuschauer heute Abend 3568. Entschuldigung. Und ich gebe jetzt gleich weiter an unseren Gästetrainer Christian Künast. Ja, guten Abend. Ganz klar, die drei Punkte ganz verdient. Gratuliere an Gunnar und seine Mannschaft. Verdienter Sieg für Bremerhaven. Bei uns hat heute irgendwo die Laufbereitschaft, die Einsatzbereitschaft gefehlt, die wir in den letzten 5-6 Wochen gehabt haben. Ich muss leider sagen, es war das schlechteste Spiel für uns in den letzten 5 Wochen. Aber man spielt auch nicht so gut, wie es der Gegner zulässt. Und darum muss ich sagen, Bremerhaven verdient gewonnen, 3 Punkte und gratuliere. Für uns ist so ein Mund abwischen. Am Dienstag beginnt die neue Woche und dann müssen wir uns wieder fokussieren aufs nächste Spiel. Danke. Danke, Christian. Gibt es Fragen an unseren Gästetrainer? Ja, wer lächelt, den gucken Sie uns mal. Keine Fragen? Okay, dann gebe ich weiter an Gunnar. Ja, das ist so ein bisschen schwer. Man weiß nicht, was man sagen sollte, wenn man nach so einer langen Zeit ein Spiel mit 3 Punkten gewonnen hat. So. Das glaube ich, war verdient. Wir waren mehr bereit von erster Bulle bis letzter Bulle. War gab es einen Laufbereitschaft, eine Sicherheit. Das habe ich auch letzte Wochenende gesehen, aber dann wurden wir nicht belohnt. Heute wurden wir belohnt und dann ist alles super duper. Das ist nur so ein Eishockey. Scheißegal, wie man spielt, aber man muss irgendwann gewinnen und das hat wir heute geschafft. Und das war eigentlich der Wichtigste. Wir hatten auch stabil, wir hatten das erste Mal so 0 gespielt. Ja, und das war eine stabile Leistung. Und das finde ich, das freut mich meistens. Man kann manchmal gewinnen, aber ich glaube, heute war das ein stabil von jedem Block, Linie hat seine Arbeit gemacht. Besonders die Bereitschaft zu dem Backchecking, was uns ein paar Spiele vorletzte Woche, da kann ich sagen, wo es gefehlt, aber die war heute da und da wurde wir benutzt. Danke. Gut, gibt es Fragen an unseren Trainer? Ja, denken wir, wir wollen vielleicht nochmal eine Einschätzung zum Brett Jäger hören, zum Torhüter heute. Sein erstes Spiel. Was soll man sagen? Ich kann nicht so viel mehr machen, als an der Scheibe halten. Zusätzlich hat er sehr gut mit Scheibe gearbeitet. Er hat gut mitgespielt um den Tor. Und das war für uns, also das war sehr, sehr wichtig. Und meistens hat mir ein alter Torhüter, so soll man sagen, das ist. Ich habe immer gesagt, man kann auch kommunizieren mit den Masken und das hat er auch gemacht. Und das hat beweisen, dass ich nicht so schlecht war, wie ich habe ihn gehört. So, weitere Fragen? Jetzt hat ja der Patrick Kutschko heute nicht gespielt. War er möglicherweise auch angeschlagen oder war das einfach jetzt nur der Grund, dass er vielleicht ein bisschen müde war und vielleicht eine Pause braucht? Dass das letztendlich den Ausschlag gegeben hat, ihn heute nicht zu bringen? Nein, der Ausschlag war erst hatte sich ein Stürmer verletzt. Und ich meine, Serge, er hat, glaube ich, 5 Spiele, 3 Tore. Und ich habe, das war nur ein Beschluss, ich habe das Beschluss gemacht. Ich meine, klar ist das leichter und sagen, okay, wir gehen mit den alten Gestandenen, aber das war. Manchmal, also ich filtere, das war so, wollte wir spielen und ich meine, manchmal wird das richtig, manchmal wird das falsch. Er kommt aus einem ersten Powerplay, schießt Tor, das ist so. Und es hat nicht mehr, ich bin sehr viel cleverer diese Woche als letzte Woche, sondern das, manchmal passt das und manchmal passt das nicht. Also es gibt keine weiteren Fragen mehr. Dann wünschen wir unseren Gästen eine gute Heimfahrt und wir hoffen, dass wir auch am Freitag in der Partie gegen Grimmitschau einen ähnlich guten Zuschauerzuspruch hier vermelden. Dankeschön.